Und just in dem Moment, in dem ich die Folge beende, höre ich jemand rumschreien. Aber es ist jetzt leider schon wieder weg. Wahrscheinlich ist es Balukor. Ja, in dem Sinne. Ah, da, jetzt habt ihr es wieder gehört. In dem Sinne, hi. Jede Menge Konzentrationstränke. I like this. Elixier des Lebens. Nehme ich auch. Pfeife ich mir jetzt alles rein. Auch Geschicklichkeit. Mana. Leben. Stufe. Pfeife ich mir davon noch eins rein. Ja, es muss Baluka sein. Alle anderen wären schon tot. So, aber ich habe noch eins. Ach, das war es wahrscheinlich. Nochmal zwei. Okay, hier gibt es zumindest mal ein paar Erzbrocken. Jetzt mal abgesehen von dem anderen Loot. Die Erzbrocken sind ja auch schon was. Gut, weiter geht's. Wie viel Erz habe ich denn jetzt? 141. Mensch, das ist ja richtig viel. Oh, hi. Ah! Puh. Bisher ist nichts anders, glaube ich. Bisher ist alles gleich. Also von... vom Aufbau. Weil die Höhlenmalereien hier zum Beispiel, die fallen jetzt zumindest mehr auf. Kann sein, dass jetzt einfach hochauflösender sind. Wobei mein Gothic Standard Let's Play ja schon ziemlich hochauflösend war mit dieser Definitive Edition da. Ach, da unten. Da wird geschnitzelt. Macht der hier auch keinen Schaden und hat nicht mal die Kämpferausbildung? Sieht irgendwie danach aus. Wie viel Leben hat der? 4000. 4800! Und den... Oh, hi. Ich stelle mich mal so hin, solltest du mich nicht treffen. Gut, vielleicht machst du einfach gar nichts, bis du tot bist. Ist da so ein bisschen Jaken da mit drin? Dieses Flüstern. Das kenne ich aus dem Ork-Friedhof gar nicht. Kann mich aber auch. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Ich habe mich auch nicht beeilt, keine Sorge. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Kor'Anga hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Kor'Anga schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Alles klar. Was ich übrigens cool finde, sind diese, es klingt jetzt vielleicht echt blöd, aber diese Leichen hier. Weil Orks sind ja im Prinzip einfach nur brutale Mischtviecher. Und, also in den allermeisten Fällen. Und genau so würde es ausgucken, wenn Menschen gegen Orks kämpfen würden. Dass die hier so, naja, teilweise zerstückelt und so weiter rumliegen.
Auch gut gemacht, dass sie das überhaupt so hinkriegen. Auch der hier, also der ist ja in drei Teile. Warte mal, ich sollte mit mehr Mana rumlaufen. Ist da ein Ork? Ja. Heute Abend gibt es Fleisch. Oh. Heute Abend gibt es doch, er hat eine Kämpferausbildung. Und er macht Schaden. Findest du gut, wie das mit den Blocken manchmal. Nee, nichts lade, ich habe zu viel Leben verloren. Mit den Blocken hat das manchmal gerade gar nicht geklappt. Heute Abend gibt es Fleisch. Na, wo ist er? Heute Abend gibt es. Er will halt trotzdem mich, ne? Okay, ich mach keinen Schaden im Nahkampf. Nur gekrittet wahrscheinlich. Ja. Los, Baal, mach Schaden. Okay. Ich verliere lieber Mana als Leben im Moment. Mein Mana kriege ich wieder voll. Sind über mir, glaube ich, die Orks, die ich höre. Oder da unten. Jetzt noch ein Stückchen runter. Ah! Heute Abend. Okay, wir kämpfen gegen ihn. Wenn er mich schon ignoriert, dann nutze ich das. Heute Abend gibt es Fleisch. Boah. Oh, da ist noch einer. Finde ich gut, dass sie in dem Mod eben die Kämpferhaltung gegeben haben. Die Meister wäre zu viel und die Anfänger zu wenig. Die Kämpferhaltung ist, glaube ich, genau das Richtige. Weil dadurch, dass er halt die Anfängerhaltung hatte, wirkte das irgendwie echt lächerlich. Da ist eine Mini-Höhle. Da kommen Mini-Orks raus. Oh, hi. Heute Abend gibt es Fleisch. Kruschpach. Pergamenthälfte. Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, der Ork konnte es nicht lesen. Er ist wütend geworden und hat es durchgerissen. Verstehst du, weil Orks dumm sind? Ich muss sagen, durch das ganze Gothic-Spielen bekomme ich jetzt auch wieder Lust auf Gothic 3. Ich weiß gar nicht warum, aber Gothic 3 ist auch immer. Ist ja der. Von den drei Gothic-Teilen, nenne ich es jetzt mal, also nur Gothic 1, 2, 3, ist es ja immer noch der verpönteste, aber irgendwie, weiß ich nicht, der hat sein ganz eigenes Flair. Es hätte ein richtig, richtig gutes Spiel werden können, hätte man das zu Ende entwickelt. Es hätte sogar der beste Teil werden können, hätte man es zu Ende entwickelt. Und das meine ich so, wie ich sage. Heute Abend gibt es Fleisch. Aua. Ich weiß nicht, wann ich zuschlagen kann gerade, aber eventuell muss ich das auch gar nicht.
Lukoma, beste Arbeit. Ah! Unterlassen Sie dies. Ich bin in Gefahr. Noch eine schöne Wurzelsuppe hinterher. Und noch ein Heiltrank. Waluko kümmert sich währenddessen um den Seher da hinten. So haben wir das am liebsten. Grundlagen des Einhandkampfes. Anscheinend macht er aber auch nur mit seinen Crits Schaden. Pergamenthälfte. Was zu weit entfernt. Mache ich das von der anderen Seite? Hm. Okay, ist aber auch nichts drin. So, und hier war ein Trank der Intelligenz. Hm. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Wo haben wir es denn? Oder hat es er jetzt im Inventar? Doch Baluko kann sie nicht übersetzen, wir werden weitersuchen. Läufst du mir hinterher oder habe ich denselben Bug wie in... Nein, du läufst mir hinterher. Weil da gibt es ja extra so ein Buch, was man sich hercheaten kann, dass der einem wieder folgt. Der hat das Problem, dass er da nämlich manchmal stehen bleibt. Also wie ich das schaffen soll, ist mir ein Rätsel. Ich müsste es irgendwie schaffen, die anderen Orks anzulocken, bevor der Krieger kommt, dass ich den in aller Ruhe habe. Heute Abend gibt es Fleisch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nicht zuschlagen, bitte. Entschuldigen Sie mich, ich hab's eilig. Ich muss zurück zum Sumpflager. Er lässt aber auch nicht locker, ne? Oh oh. Oh, bleib doch mal wo hängen! So, hier bleibst du jetzt hängen, komm. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, er hat seine Waffe weggesteckt. Ah! Los, bleib hängen. Immer noch nicht. Ich würde mal gerne wissen, wo Baluko ist. Easiest fight of my life. Mensch, die Gegner haben ja gar nichts drauf hier. Aber gut zu wissen, dass ich damit schon Ork-Kriegern Damage machen kann. Zwar verdammt wenig, das heißt, ich werde keine weiteren Ork-Krieger bekämpfen. Aber das heißt, der Feuersturm dürfte dann gut reinhauen. Komm mit, Baluko. Ich habe ja einen Ork besiegt, einen Ork-Krieger. Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig!
und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Ah ja, genau. Mhm. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleportzauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Mana. Dann nochmal einen schönen Pilzeintopf. Mana. Speichern. So. Ist hier noch irgendwo ein Ork? Hat irgendwer noch Lust auf Stress? Ich glaube ja, aber oben. Ah, ne, doch nicht. Da ist noch einer. Heute Abend gibt es Fleisch. Ah, da ist ja auch einer. Oh mein Gott. Und da hinten ist auch nochmal einer runtergefallen. Ja, das ist mein Ende. Weil Baal lost ist. Kann ich euch irgendwo festhaken? Leute, bleibt mal irgendwo stecken, bitte. Ah! Oh Gott! Sag mir, ihr wollt mich doch verarschen. Nein! Nein! Ja! Ich find's gut, wie ich den anderen gerade fast gekillt habe. Obwohl ich den nicht mal anvisiert habe. Oh mein Gott, ist jetzt gut, ja? Alter Schwede! Vor allem, er hat 4800 Leben. Wie soll ich ihn töten, bitte? Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Gut. Bevor er jetzt gleich komplett lost ist. Oder bleibt... Wo ist er hin? Ach da. Ah, er folgt mir nicht mehr. Okay, gut, dann kann ich mich hier in Ruhe umgucken. Ich habe hier auf jeden Fall wieder jede Menge Dämonenpilze, die ich zu Konzentrationstränken umbauen kann. Kumpel, du bist nicht eingeladen. Zu meiner Stunt-Einlage, die ich hier versuche zu vollziehen. Okay. Ich glaube, ich bin nicht mal selber eingeladen, um ehrlich zu sein. Nee, damit fangen wir gar nicht an, dass du mich abschießt, während ich dich nicht abschießen kann. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich eine Feuermagierrobe und das Feuer macht mir echt wenig Schaden. So, speichern. Nicht wundern, wenn man mal sowas einbaut, dass man das Fleisch schon vorher schon irgendwo durchkrabbeln kann. Das da sieht aus, als könnte es aufgehen. Scheint aber ein festes Objekt zu sein, wenn ich nicht durchgucken kann. So viel dazu.
Jungs, es reicht. Zurück auf euer Zimmer. Ja, jetzt steht's so blöd dran, gell? So, Trick 17 Delta 47B. Anvisieren und rückwärts laufen. Kannst du auf mehr Entfernung ballern. So, ich muss jetzt irgendwie an dir vorbeikommen. Ah, es hat geklappt. Nice. Die sind da, soweit ich weiß, normalerweise nicht, weil Skelettkrieger sind viel stärker als die Orks, die man hier trifft. Ich kann das Schwert nicht looten, das liegt wahrscheinlich unten. Das nächste Level-Up dauert nicht mehr lang. Dann bekomme ich wieder weitere 5 Lernpunkte. Aber ich bräuchte jetzt nochmal... Sagen wir mal, ich habe 80 Int. Das ist eine einfache Rechnung. Bräuchte ich 30 Lernpunkte. Dämonenherz. Stärktes Holz. Ohne. Schatz, okay. Goldschatulle. Rubinamulett. Nix gut. Also hätte ich das mit dem Vitalitätsdeck gewusst, dass es da auch Waffen dafür gibt. Ich glaube, ich wäre auf Vitalität gegangen. Irgendwie finde ich das voll cool. Buch der Stärke, ja komm. Goldschatulle. Richtig viel wert. Und wir schauen mal, was drin ist. Schlösser öffnen 3. Ach so, ja. Kannst nicht öffnen. Macht Sinn. Schatz. 500 Gegenstände erhalten. Münzen. Okay, dann habe ich jetzt 1100 Münzen. Und ich habe noch die Münzhaufen. Okay, ich glaube, ich kann ein bisschen Münzen eintauschen bei Diego. Um ein bisschen Geld zu kommen. Das wäre auch nicht verkehrt. Da ist ja nichts, ne? Nee. So, liegt das Schwert jetzt hier? Ja. Ansonsten ist hier nichts mehr, ne? Dann kann ich weitermachen. Ja, schaut ganz danach aus. Hey du! Hinter dieser Wand! Das muss es sein. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Wo haben wir ihn? Ach ne, ist denn ja hier. 11. Dachte ich mir schon. Wie komme ich auf 11? Warte mal. Mach mal halt so, wenn es nicht anders geht. Auch das Menü verwendet auch nie einer, oder? Also dieses Zaubermenü, was eigentlich auch voll cool ist. Ist eigentlich voll cool. Naja. Ich glaube, ich habe Heilung verwendet. Laden. Aber ich bin auf das hier. Ach, jetzt. Nee, mag irgendwie trotzdem nicht. Okay, ich glaube, es buggt, weil es auf 11 ist. Deswegen mache ich es mal auf 8. So. Dann lassen wir den guten Mann mal rein. Wieso auch immer hier eine Windel statt Schalter.
Magst du reinkommen? Nein? Nein? Ich lauf mal weiter, ja, wenn du nicht magst. Vielleicht buggt er ja jetzt hier. Wäre natürlich toll. Nicht. Gürtel des Schläfers. Gibt wieder auf alle Stats. Nehme ich, weil dann verliere ich meinen Malus auf Leben. Ist es sinnvoll, das ganze Schläferzeug als Ausrüstung zu tragen, in Anbetracht der Tatsache, dass es der Gegner ist? Du magst nicht, gell? Hey du. Ich hätte wahrscheinlich warten müssen. Jetzt. Du hast den verborgenen Ort gefunden. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen. Schweig! Weiter. Geh voraus, ich folge dir. Gut, kommen Sie mit. Da war ich schon vor dem Speichern. Ja. Ist ja okay. Ich weiß, dass du excited bist. Mach ich einen eigenen Speicherstand dafür. Tag 38. Wir machen also an Tag 38 einen neuen Speicher. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier gibt es nichts außer Staub und Gebeinen. Nein! Die Perspektive ist nicht so gut. Sprich zu mir! Ich find's gut, wie es auf der linken Ohrmuschel. Nur auf der linken Ohrmuschel ist. Nein! Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Das ist alles deine Schuld. Das ist nur deine Schuld. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Ich muss ihn jetzt aber nicht mit 4800 Leben killen. Und zu seiner rechten Hand machen. Stirb, Ungläubiger! Ah! Ich sage mal, der hat ein bisschen zu viel Leben, was soll denn das? Alter, ich brauche ja ewig. Wie viel macht ein Feuerball Schaden? Naja. Frage ist halt, wie viele P er gibt, wenn er schon so fucking viele P braucht. Damage braucht. Bis er stirbt. Normalerweise sollte er zu dumm sein, hier hochzukommen. Ist er nicht. Okay, ist er nicht. Gut, dann heile ich mich jetzt aber hier mal voll. Scavenger Sandwich. Stimmt, habe ich auch noch. Die heilen sogar richtig viel. Ich habe den falschen Speicherstand geladen, merke ich gerade. Kann ich dich hier irgendwie verbuggen? Nee. Er hat halt ein bisschen zu viel Leben. Also im Nahkampf werde ich da wirklich ewig brauchen.
Ja, ich lade nochmal. Ich speichere nochmal, nachdem der Kampf beginnt. Da müssen wir uns das nicht immer geben. Ich will. Okay. Lass die Waffe wegstecken. Speichern. Ich kann nicht speichern. Na super. Also Feuerball ist das Schlauste. Alles andere würde zu lange dauern. Ich müsste halt da hochkommen. Ja, jetzt ist er weit genug weg. Ja, verschwinde. Was macht er? Du willst es doch wohl nicht nochmal versuchen. Darf ich bitte da hoch? Danke. So. Er ist super verwirrt. Verwirrung ist seine Superkraft. Sandwich. Oh mein Gott. Du willst es doch wohl nicht nochmal versuchen. Also ich glaube, das ist das, was ich tun muss. Ja, verschwinde. Wegrennen, Feuerbälle schießen, wegrennen, Feuerbälle schießen. Wieso kämpft er nicht mehr? Er ist super verwirrt. Das ist ein Bug. Wird er gleich zum Leben erwachen? Wieso kämpfst du nicht gegen mich, Bro? Und ein 360! 500 EP. Das war die Mühe nicht so richtig wert. War viel zu einfach, der Kampf. So, ich glaube, ich habe die Kammer nicht gelootet. Das war Bug-Abusing vom Feinsten. Es war aber nicht mit Absicht. Ich habe einfach nur einen Speicher gewollt, von dem ich aus nicht mehr immer diesen blöden Dialog geben muss. Ich glaube, das Spiel war einfach verwirrt von der Position, wo ich mit ihm stand gerade. Das kam irgendwie nicht so richtig damit klar, dass ich da stand, statt in dem Raum, wo man normalerweise gegen ihn kämpft. Ah, ich dachte mir schon, die Orks leben wieder. Okay. So. Lustig, wie ich immer mal wieder in einem Zelt lande, wo ich eine Truhe doch noch nicht geöffnet habe. Andere Richtung. Wobei ich mittlerweile vielleicht genug Geld hätte. Aber dann hole ich mir jetzt auch gerade den krassesten Stab. Genau. Und der kostet 1045. Oh, eisiger Zorn. Wo hab ich den her? 120 Mana. Wo hab ich den her? Das habe ich ja gar nicht gecheckt, dass ich den gefunden habe. Fuck. Das ist schlecht und gut gleichzeitig. Oh, er hat neue Ringe. Sogar mit besserer Qualität. Kronstöckel, den nehme ich. Ich kaufe erstmal das, was ich definitiv auch brauche von dem guten Herrn.
glaube, ich kaufe mit denen hier. 3 Int, 2 Mana. Untote vernichten. Ja, neues Inventar jetzt halt, ne? Das Ding ist, für den brauche ich halt nochmal mehr Mana. Aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht ein, für das Ding hier 1000 Gold Erz auszugeben, wenn der da nicht mal wesentlich weiter, also nicht mal wesentlich mehr braucht und einfach besser ist. Ja, nee, dann arbeite ich auf den hin. Ich brauche sowieso den Alkohol, den kannst du mir auch noch geben. Das Rubin-Amulett brauche ich nicht. Gürtel des Schläfers ziehe ich an. Habe ich vergessen zu machen. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Ja, die Goldschatulle werde ich niemals öffnen können. Kann ich verkaufen. Dann hast du nicht genug Kohle, hm? Gut, dann nehme ich Fläschchen. Okay, so, dann anziehen. Anziehen. Wie viel Mana habe ich jetzt? 105. Das heißt, ich müsste 15 Lernpunkte investieren in Mana. Dann könnte ich den Stab anziehen. Was nicht viel ist zum jetzigen Zeitpunkt. Das wäre relativ schnell erledigt. Um ehrlich zu sein. Nochmal 5 Lernpunkte kriege ich ja auch gleich. Koa Anga hat mit dir geredet? Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Namib. Gut, Korkolom ist schon weg. Das heißt, die Quest mit den Grautypen hat sich erledigt. Hey du. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. Ja, ich beeile mich. Aber das... Vielleicht ist es sogar in dem Sumpf. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Denn für diese Folge war es das. Ist eine coole Wand da hinten, ne? Gut. Bedanke mich fürs Zugucken und wir sprechen uns in der nächsten Folge.